Willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Wir düsen irgendwie nach der Mekia mit unserem guten Onkel. Hallo. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Ich bin bereit zu jeder Zeit. Komm, auf geht's ins Abenteuer. Okay. Ab in die Wüste. Na, dann mal hin da. Von nix kommt nix. Republik Daimekia. Ich hasse Sand. Oh Mammut, was magst du eigentlich? Ich mag Kekse. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Okay. Pferd nimmt Sand. Na, dann mal hin da. Beziehungsweise, wir können ja auch. Mit ihm. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Okay. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Pfleg, Ambrosia! Aber man muss doch auch gucken, was man hier sonst noch so vielleicht finden kann. Ich habe doch keine Ahnung. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Okay. Guten alten Geschichten aus dem Sand. Hast du diese Soldaten? Soldaten in der Schenke? Okay. Das ist ja nicht so toll. Sind wir schon da? Ist es nicht hinter den Ruinen? Und hinter den Ruinen ist noch ein bisschen weiter weg, ja. Ah, da ist sie. Die gute Dalimilchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Ja, ist klar. Onkel Schluchtspeck. Schluckspeck. Schluck? Specht. Meine Fresse. Sprechen ist manchmal auch nicht mehr, ne? Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stormhere. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um? Klar. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Spiel mit den Chocobos. Die sind lieb. Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut.
Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. 2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Ach, er ist auch hier, natürlich. Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd. Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Kanva. Ach, 1 oder 2 Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Fort! Überlass ihr euch mir. Gern doch. Und was steht das Gesicht? Wie sieht das aus?
Schmeuchblatt. Der Gerichtete! Ergreif! Viel Glück. Nimm das. Bravo, mein Junge. Weiter so. Machen wir davon auf, was? Weiß auch jeder, dass ich König bin. Irgendwie und irgendwie auch nicht. Okay, aber da. Oh, der Angriff wird mal ausgehalten. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir sonst von den wenigsten Gegnern? Okay. Easy. Passt eine Schnapszahl mit unserem Gel. Man trinkt doch gar keinen Schnaps. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Auch gesehen haben, wer da unten am Werk ist. Gut, vielleicht kennt sie ihn nicht, ne? Aber... Keiner da. Was hast du? Nicht mal aufgegessen, morgen wird's regnen. Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Frage. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Oh. Das wusste ich nicht, dass jetzt hier. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Rujena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sid. Bisher waren Sids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft.
So jemand dürfte Rujena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Na dann. Sieht nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurückkehren. Hast du vielleicht hier das Sagen? Wonach steht dir der Sinn? Du bist doch eine Händlerin. Warte, das ist hier irgendwie toll. Hätte mich gewundert. Nichtsdestotrotz brauche ich neue Tränke. Bitte sehr. Hilft ja nichts. Eine ausgezeichnete Wahl. Bitte sehr. Hab Dank. So ein Steinhauttonikum meinetwegen auch. Bitte sehr. Okay. So, wer hat hier das Sagen? Winter. Habt ihr das Sagen? Auf Befehl von Lord Kupka bleibt das Tor geschlossen. Jeder Versuch, ohne Genehmigung nach Drachenfang zu gelangen, wird mit Verhaftung und Kerker bestraft. Ja, ja, da hat Lord Kupka die Hand drauf gegeben, ne? Du willst ein Träger sein? Guten Tag. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Okay. Was mit dir? Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkuss. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkuss also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sitz Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Kennt sich mit aus, ja. Als würden wir bald nach so. Und mit wem soll ich jetzt reden? Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Das ist kein Spielzeug. Ja, sind Handys auch nicht. Trotzdem spielen mit Kindern. Und klein auf. Ist so. Was darf sein? Nein, die auch nicht. Okay. Hätte sein können. Ist keiner. Hallo. Bootsmann. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Rujena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Okay, auf zu den Bädern. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Ferder weiß. Weihrauch, Wespenwachs. Guten Tag. Was weißt du denn so? Entschuldige. Bist du Ferder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Rujena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein.
Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Okay. Na dann ja, auch zum Bordell mal wieder. Können? Wohl nur so weit wir. Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm! Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Ach, stell ihn mal nicht so an, ja? So, ihr habt noch nicht genug, ihr könnt noch mehr. Und der lebt noch. Und der auch. So, reicht langsam, ne? Wow. Mammut rastet aus. Ah, Schritt in die Fresse. Okay. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte das für euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferder? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Rujena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Wo ist denn der Hof der Muse? Irgendwo da lang. Okay. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Die aromatischsten... Meine Teppich! Sind wir richtig? Sind wir hier richtig? Das ist meine Frage. Du Boss Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lube auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen! Das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts.
Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Mit? Nichts? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... Oh, 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel! Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Robot. Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Okay. Den Kristall auf der Spur. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Falsch gedacht. Wie immer. So. Guten Tag. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Gut, dann der nächste. Saftiges Fleisch von gesundem Fee. Der letzte Schrei. Brot so weich wie ein Schäfchenvolk. Oh. Ein Bissen und ihr bettelt um mehr. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. Ich hoffe, du hast ihn entsprechend verwöhnt. Guten Tag. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semekis, randvoll mit Gil. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Okay. Ob sie heute kommen? Ich will ein neues Kleid. Wenn sie so viel ausgeben... Kein anderes Brot ist so weich. Also ganz tolle Leute hier, ja? Anzahlung? Die Steine der Wache halt diejenigen mit viel Geld. Okay.
drauf sind, ja? Willkommen im letzten Stich. Leere jeden Krug, als ob es dein letzter wäre. Klingt nach einer Herausforderung. Guten Tag. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Genau, das denke ich auch. So, Auftrag hier in der Nähe, da. Hallo. Warum hat die Schenke zu? Ah, du. Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Nee, nur den Tisch. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon. Dann gehen wir mal hoch. Oh, genau. Das Hochgehen hier ist so eine eigene Stadt. Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten, weißt du? Ach so. Na, wenn du meinst. Ah. Hm? Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel? Gute Frage. Nächste Frage. Was kann so wertvoll sein, dass er dafür eine schwarze Perle hergibt? Das finden wir raus in der nächsten Folge von Final Fantasy 16 und was auch immer Torgal hier macht. Ich dachte, Hunde waren hier verboten, aber nee, da ist ja auch noch ein anderer Hund. In der Schenke war es wahrscheinlich verboten, ne? Hundi spielt mit anderen Hundi. So sieht's aus. So, jetzt aber. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.